Der Sprecher hat es gerade schon gesagt, 2016 war ein Jahr mit Leitung und Panik. Es gab harsche Kritik am Management, inklusive eines Personalkonzerns an der Spitze von TKMS, nach dem Schaltenden in Australien. Hinzu kommen öffentliche Ermittlungen, Schmiergeldzahlungen im Zusammenhang mit Marienprojekten, aktuell auch im Zusammenhang mit einem neuen Plan zu Budieren. Zwischen dem Bagger und den Landanlagen. Wenn Sie nach links, ein bisschen mehr. Man spricht zusammen, man muss überlegen, was kann man jetzt mal anders machen. Sie können mehr umdrehen, wenn Sie wollen. Und so hat ja auch der Aufsichtsrat im letzten Jahr Projektsteuerung der Marinesparte überprüfen lassen. Uns würde in diesem Kontext interessieren, zu welchen Ergebnissen diese Überprüfung gekommen ist und vor allem, welche Punkte kritisch angemerkt worden sind. Ganz klar, Ich wechsle nochmal. Wir sind schon jetzt exportieren. Und dabei darf man auch nicht zu klein sein. Denn der Marinewerft macht in Deutschland.